Hey Leute, hier ist wieder euer Leonardo. Willkommen zurück auf meinem Kanal. Das Autovox TV1 ist ein drahtloses Rückfahrkamera-Set und beinhaltet eine Rückfahrkamera und ein Display. Die Rückfahrkamera ist wasserdicht, besitzt einen eingebauten Akku und am wichtigsten lässt sich innerhalb weniger Minuten kinderleicht montieren, ohne auch nur irgendetwas im Auto verkabeln zu müssen. Wir bauen das heute an einem Mercedes Vito an und testen das Ganze. Viel Spaß beim Zusehen. Beginnen wir erst einmal mit einem Unboxing zur Rückfahrkamera. Ihr seht, wir haben hier das eigentliche System, das wir uns heute anschauen, und zusätzlich noch zwei andere Sachen. Erst einmal haben wir hier noch ein Solarpanel, das wir mit anbringen können. Das schauen wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Außerdem habe ich hier noch eine zweite Kamera, eine Backup-Kamera, die ich, wenn ich möchte, auch vorne anbringen kann ans Auto. Das schauen wir uns auch gleich nochmal in Ruhe an. Hauptsächlich geht es aber heute um dieses Produkt, und zwar um die Rückfahrkamera von Autovox. Die ist erst ganz neu auf dem Markt. Dazu muss man sagen, das ist ein eigenständiges Rückfahrkamerasystem. Das ist für Fahrzeuge, die wirklich nichts vormontiert haben, um irgendwie eine Rückfahrkamera oder sonstiges anschließen zu können. Wir packen das einfach mal aus und wir gucken uns die Inhalte gemeinsam an. So, hier oben sehen wir schon unsere Rückfahrkamera. Dazu natürlich hier noch unsere Anleitungen etc. Hier sehen wir schon einmal das Display, das wir dann vorne an unsere Scheibe montieren können. Dazu noch unser Zubehör. Hier haben wir drinnen USB-Kabel, unser 12 Volt Stromkabel für unser Display. Und natürlich hier die Halterung für das Display, um es an die Scheibe zu montieren. Die Kamera an sich ist bereits hier auf so ein Blech vormontiert. Und da muss ich sagen, die hat auf jeden Fall einen mega hochwertigen Eindruck. Also das ist wirklich gutes Material. Ich spüre schon, es ist schön kalt. Das heißt, ich habe hier richtiges Metall. Fühlt sich nach Aluminium an für mich. Und habe hier wirklich eine echt hochwertige Kamera. Ihr seht, hier kann ich das auch verdrehen. Und das Gute ist auch hier, die ist schön schwergängig. Also die ist nicht locker, die wackelt nicht rum. Das ist schön solide und fest verarbeitet. Finde ich sehr, sehr gut. Und die Folie ziehe ich jetzt einfach schon mal ab. Das ist im Grunde schon unsere Rückfahrkamera. Die müssen wir nirgendwo verkabeln. Das ist eine eigenständige Rückfahrkamera mit einem eingebauten Akku. Und jetzt stellen sich bestimmt einige die Frage, ja, ich brauche doch irgendwoher Strom oder der Akku muss ja wieder aufgeladen werden. Dafür ist das USB-Kabel da. Dazu kann man dann die Rückfahrkamera hier wieder aufladen. Hier ist ein USB-Anschluss, ein USB-Port. Da ist natürlich wichtig, der Akku muss ja lang genug halten. Genau hier ist dann jetzt unser Solarpanel. Sehr, sehr vorteilhaft. Also deswegen habe ich das noch extra mit dabei. Dieses Solarpanel kann ich also hier an die Rückfahrkamera anschließen. Dann lädt sich der Akku nämlich durchgehend automatisch selbst auf. Das ist echt praktisch. Ich kann dieses Solarpanel, ich muss es nicht irgendwie woanders hin montieren, sondern kann dieses Solarpanel dann hier verschrauben und direkt auf die Rückfahrkamera so montieren. Das heißt, das Solarpanel lege ich einfach hier drauf und es sieht wirklich ganz clean aus. Ne? Diese kleine Stelle guckt raus und dann muss ich es nicht ständig immer wieder neu aufladen. Natürlich geht es auch mit dem eingebauten Akku. Den muss man halt gelegentlich dann wieder aufladen. Wir werden es jetzt gleich am Fahrzeug montieren. Dafür haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, es am Nummernschild festzukleben. Ich schaue mal gleich, wie das bei uns klappt. Wir sehen uns also gleich und gucken uns das Ganze im Betrieb an. Und da sind wir auch schon heute mit einem Vito. Ich habe schon ein bisschen vorgearbeitet. Ich zeige euch das gerade mal. Ja, und wie ihr hier sehen könnt, ist die Rückfahrkamera bereits angebracht. Die habe ich einfach hinter die Plastikabdeckung vom Nummernschildhalter dran gemacht. Ich musste nicht mal das Schild abnehmen, sondern das ging einfach innerhalb einer Minute. Und zwar zeige ich euch das gerade mal an der anderen Kamera. Denn es wurde ja mitgeliefert hier so ein Klebestreifen. Den bringt man einfach auf dieses Blech an und schon kann man das einfach unterhalb der Schildhalterung reinsetzen, einfach ein bisschen andrücken und schon hält es da bombenfest. Das gleiche könnte ich jetzt eben auch vorne machen. Da muss man dann auch wirklich nichts verschrauben, sondern es ist einfach festgeklebt. Man kann es natürlich auch schrauben, wenn man möchte, aber so ist es natürlich einfacher. Und so könnte ich das jetzt auch hier vorne einfach, so könnte ich es reinklemmen
Und schon hätte ich auch vorne hier die Kamera. Also ihr seht, das geht wirklich innerhalb kürzester Zeit. Ach, jetzt ziehe ich mal die Folie auch ab. Das war es eigentlich auch schon. Also ich habe es jetzt hier vorne nicht verklebt, weil ich nicht weiß, ob ich es vorne wirklich fest dran haben möchte. Das überlege ich mir noch. Denn ich habe jetzt vorne kein Solarpanel, dass es immer auflädt. Aber ich wäre jetzt schon fertig und kann jetzt einfach hier weitermachen. Und zwar, ja, es ist ein Arbeitsauto, bisschen dreckig, aber so ist es nun mal. Jetzt kann ich das Display hier an die Scheibe anbringen. Den Strom kriege ich, wie gesagt, vom 12-Volt-Stecker. Hier finde ich es gut, dass da noch ein USB-Anschluss mit dabei ist. Also das ist echt durchdacht, denn man will ja auch sein Handy mal während der Fahrt laden und dann muss man nicht immer umstecken. Das kann ich jetzt einfach an den 12-Volt anstecken und das andere Ende kann dann in unser Display dran. Hier finde ich es ein bisschen komisch, dass es eben kein USB-Anschluss ist, sondern hier so ein komischer vierpoliger Anschluss. Aber solange es funktioniert, ist ja auch okay. Das Display ist angebracht. Die Folie können wir direkt mal abziehen. So, okay, das Display startet sofort, sobald es Strom bekommt und es ist direkt auch schon die Rückfahrkamera erkannt worden. Das ist super, also hinten hat das ohne Probleme geklappt. Es ist auch richtig rum orientiert. Ich sehe sogar eine Akkuanzeige, die ist voll, das ist sehr gut. Ich sehe auf der linken Seite noch Channel 1. Das kann man hier mit den Knöpfen an der Seite dann noch alles ändern. Ich habe hier ein Menü. Und dann kann ich auch in diesem Menü zum Beispiel die Hilfslinien ausmachen oder auch wieder einschalten. Ich habe die jetzt lieber an. Und Reversing Time, was ist das? Ach, okay, so lange ist die Kamera dann an. So, und wir sehen, dass währenddessen dann auch noch das rote Licht hier leuchtet. Ich mache das mal noch ein Stück nach unten. Ich weiß nicht, ob die Kamera vorne Akku hat. Wir versuchen mal, die noch zu paaren. Aber das sieht wirklich sehr gut aus. Die Qualität finde ich top. Passt super. Und jetzt schauen wir einfach mal, ob wir noch hier auf Pair die andere Kamera noch entdecken. Mal schauen, ob der was findet. Wenn nicht, dann gehe ich mal gerade rüber und drücke da auf den Knopf. Wenn ich hier klicke, ob der dann was findet. Ah, okay, doch, jetzt hat er es gefunden. Das drehen wir natürlich um, dann ist es falsch rum. Das machen wir auf diese Einstellung und gehen hier bei Upside Down auf Down. Und schon ist es richtig rum, perfekt. Ja, also das hat wirklich ohne Probleme geklappt. Die haben sich sofort gefunden. Und jetzt gehe ich mal wieder auf Cam 1. Und mega gut. Also ich muss echt nichts weiter machen, die haben sich automatisch gefunden. Und so sieht das Ganze bei Nacht aus. Wir haben jetzt schon längst Sonnenuntergang. Ihr seht, es ist stockdunkel. Und ich bin gerade selbst mega geflasht, dass es hier so hell ist. Also ich kann jetzt einfach mal bei Nacht rumfahren und hier mal einfach mal ganz entspannt rückwärts raus. Und ihr seht, das ist echt mega hell. Es auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr ein Fahrzeug habt, wie zum Beispiel hier so ein Transportwagen. Meiner Meinung nach muss das Solarpanel mit dazu, denn keiner hat Lust, ständig dann, also was heißt ständig, vielleicht alle paar Monate die Kamera mit aufzuladen mit USB. Ja, das war's eigentlich vom Video. Ihr habt gesehen, Einbau ist kinderleicht. Ihr seht, ich glaube, das waren jetzt 60 Sekunden, bis es wieder ausgegangen ist. Und jetzt gucke ich mal, ob das einfach so, da, mit dem Knopf einfach so geht's an. Ich packe euch den Link von diesem Rückfahrkamerasystem in die Beschreibung rein. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie am besten in die Kommentare rein. Ich werde das Ganze so weiter testen, beziehungsweise dem Besitzer des Fahrzeugs dann auch immer wieder sagen, dass er, wenn ihm irgendwas auffällt, mir Bescheid geben soll. Schreibt mir eure Kommentare unten rein. Ich würde mich freuen, natürlich auch über einen Daumen nach oben. Das war's fürs heutige Video. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Euer Leonardo.